Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outcast A New Beginning. Ja, wir sind beim letzten Mal hier gewesen und haben die Zwischensequenz gehabt. Ich bin nur gerade am Schauen. Da hinten ist noch ein Ausrufezeichen. Hatten wir gesehen, wer das war? Also sprich, hat man mit dem gesprochen? Ach so, nee, das ist der, wo wir sowieso hin müssen, ne? Das ist ja dieser alte, ja, ich höre nicht, was du sagst, Typ hier. Ich weiß nicht, wie er heißt. Genau. Nehme ich zumindest an, dass er das ist. Ja, das sieht gut aus. Ich bin wieder da. Ich was? Hä? Das war jetzt sehr kurz. Es gibt wieder Direktflüge nach Emir und ich habe uns zwei Tickets erster Klasse mit dem Daoka Express gebucht. Gehen wir. Ich gehe ja nach Emir, aber hör auf, mir Morax anzubieten. Die sind schlecht für meine Zähne. Pass auf, am Grund des Sees in Emir wurde ein Artefakt entdeckt. Womöglich bist du der einzige lebende Talaner, der es identifizieren kann. Ich brauche deine Hilfe. Kommst du mit mir nach Emea? Wie lautet der geheime Code? Ein Passwort? Warum sollte es auch einfach sein? Wenn du den Code nicht kennst, habe ich dir nichts zu sagen. Falls doch, so sprich. Aber sei dir bewusst, dass es keine zweite Chance gibt. Ein falsches Passwort und meine Lippen sind auf ewig versiegelt. Krieg ich einen Hinweis? Nein! Ich habe keinen Kaufpreis. Das wäre doch viel zu einfach. Aber ich gebe dir einen Hinweis. Du findest den geheimen Code in einer uralten Schriftrolle mit dem Titel Die verlorene Kunst der höflichen Bitte. Kannst du bitte mit mir nach Emea kommen? Braver Junge, du gehst vor. Wir sind da. Das Relikt befindet sich hier. Dark, irgendwas Neues? Onokai, du bist zurück. Bei den Yords. Das ist faszinierend. Ruhig bleiben. Alles gut, der Gelehrte ist bei mir. Das kann nicht... Das sollte nicht hier sein. Ich wusste es. Wird dieses Ding explodieren? Nein! Hier erodiert nichts! Es sind bloß Pflanzen, die die Schale des Eis bedecken! Sagtest du Ei? Was für ein Monster steckt da drin? Mutter? Es ist keine Mutter! Es ist ein Baby! Der erste Galenta seit tausenden von Zyklen! Oh mein Gott! Ich bekomme ein Baby! Treff dich mit Kurek in Emea und finde heraus, was er von dem Artefakt hält. Ich muss erstmal mit dir reden. Achso, du bist Kurek. Ach Gott, ich komme mit den Namen nicht klar. Professor Kurek? Kurek, kennst du mich noch? Ich werde das in eine Schriftrolle schreiben. Und dann werde ich diese Schriftrolle studieren. Rifa wird so neidisch sein. Kannst du mir mehr über Galentas erzählen? Kein Talaner hat je einen gesehen. Die ältesten Schriftrollen erwähnen lediglich vage Geschichten, die in den alten Tempeln stehen. Ich bin so aufgeregt, den gesamten Inkubationsvorgang zu dokumentieren. Bleib locker, Alterchen. Wie lange dauert es, bis das Ei schlüpft? Der Vorgang hat begonnen, als das Ei in unser warmes Klima gebracht wurde. Doch noch ist es dafür nicht warm genug. Es braucht Hilfe von außen. Also was? Soll ich für ein paar Wochen darauf sitzen? Wir müssen die Innentemperatur rasch erhöhen. Finde etwas, das die Hitze aufrechterhält. Etwa warme Decken. Beeil dich, sonst verlieren wir den Galenta für immer. Ist das alles? Wir brauchen auch Slingtalk-Saft. Der erhitzt sich rasch in der Sonne. Die Decken und der Saft werden einen warmen Kokon für die Inkubation des Eies bilden.
Das Geilste war, er sagt, also soll ich wochenlang drauf sitzen und unten links neues Ziel eingeblendet. Warum brauchst du noch mal Saft für das Ei? Slingtox-Saft trinkt man nicht, du Dummkopf! Der ist nur für das Ei! So bleibt die Hitze im Inneren und die Inkubation wird beschleunigt. Was ist in Prokoriana passiert? Natürlich ist in Prokriana etwas passiert. Ich war dabei. Schön. Da du die Geschichte nicht hören willst, erzähle ich sie dir nicht. Ach. Ein Ei, was? Moment, ist da auch eine gigantische Mutter? Nein! Die Galentas sind vor der Ankunft der Talaner auf Adelpha ausgestorben. Die kalten Temperaturen im See müssen das Ei all die Monde konserviert haben. Es trägt noch Leben in sich. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ein Galenta klingt beeindruckend. Nicht Plazenta! Galenta! Hast du Decken dabei? Ich behalte meine Kleidung, vielen Dank! Frag den Weber, schnell! Hallo? Geh doch raus! Achso, nee. Okay, dann bis später. Warum beschimpfst du mich? Oh, ich muss so lachen, ich kam schon gar nicht mehr raus hier. Moment, was ist. Ach, hier! Ah, da muss ich den Saft platzieren. Das sollte das heißen. Okay. Aber ich habe gar keinen Saft, oder? Ich weiß ja nicht, wo ich den herkriege. Keine Ahnung. Moment. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Nein. Ups. Mach das Ding weg. Du bist hier im Dorf. Mit ihm sollten wir vielleicht nochmal sprechen. Na? Häuptling Hatzo. Ja, ganz genau. Ich bin der Häuptling. Und ich befehle dir, diesen Mist wegzuräumen. Nö. Ein galenter Junges und jede Menge Schleim. Ein Galenter? Ein fliegender Wurm aus dem Kindermärchen? Und das ist unmöglich. Und lächerlich. Macht dir nicht in die Hose. Ein Galenter könnte euch eine große Hilfe gegen. Das reicht, Fremder! Dein irres Geschwafel höre ich mir nicht an. Hast du ein paar Decken für das Ei übrig? Decken? Du hast recht, Fremder. Wir müssen verhindern, dass man dieses Ding sieht. Sprich mit Sotil. Vielleicht hat er welche auf Lager. Immer eine Freude, dich gehen zu sehen. Ja, mit Sotil, kein Problem. Dann gibt er uns zumindest einen guten Tipp, auch wenn er es eigentlich nicht will. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt Sotil ist, aber mit dir muss ich auch reden. Wie geht's, Mor? Hast du schon neue Pflücker gefunden? Keinen, der so gut ist wie Dark. Die Unterschicht ist also oben. Und man muss sich runterarbeiten, um zur Oberschicht zu gehören. Seltsame Logik. Wo ich herkomme, ist es umgekehrt. Nur die weniger bemittelten Talaner leben in den Wipfeln. Die Jüngeren träumen davon, in unserer Gesellschaft abzusteigen. So wie ich es tat. Danke, Mor. Wir sehen uns. Sag Dark, wenn er keine Würde oder Sorkins mehr hat, kann er jederzeit wieder zurückkommen. Ja, kein Thema, wenn er keine Würde mehr hat. Da ist auch noch ein Ausrufezeichen. Die Frage ist nur, sollte er eigentlich direkt hier sein? Hier ist anscheinend der ansässige Alchemist oder so. Gucken wir mal eben nach. Kann man bei dir was kaufen? Kannst du mir helfen? Das kann ich wohl. Bester Gandalipot in der Gegend. Ah, okay. Trank aus den heilende Wirkung. Mobilität und Fluggeschwindigkeit. Da brauche ich noch das Fleisch für. Okay. Na gut, ich dachte jetzt, vielleicht kann er uns jetzt helfen bei dem Problem. Aber wieso? Ach, der ist da ganz oben. Ach, du Scheiße. Kriegen wir das hin? Nein, kriegen wir nicht. Okay, vielleicht sollten wir da doch lieber normal hingehen. Sagte sie und versuchte einen anderen Weg zu finden. Nein, ich bin im Wasser. Ich will nicht im Wasser sein, das Wasser ist böse. Na komm,
Hallo. Klasse, wieder einsatzbereit. Ich drücke immer als erstes R1. Ich weiß nicht warum, weil das halt so dieses typische, ne, R1 drücken ist. Wo ist denn hier der Eingang? Moment, da komme ich zu dem... Oder muss ich da... Da muss ich nicht hochspringen, oder? Wie komme ich denn da hoch? Achso, Moment, hier ist eine Treppe. Da komme ich auf jeden Fall erstmal hoch in den Baum. Also nicht ganz so hoch, aber zumindest ein bisschen höher. Mal gucken, ob das der Weg ist, den ich suche. Aber es sieht gut aus. Ich meine, es sieht sowieso gut aus, ne? Die Grafik, sind wir mal ehrlich, die ist hammergeil. Moment, wir können hier rum. Guten Tag. Ich muss mal eben hier durch. Beweg mich zwar, als ob ich gesoffen hätte, aber das ist nur dem Char geschuldet. Da könnte ich theoretisch noch hochlaufen. Ach doch, da können wir komplett... So ähnlich habe ich mal was gebaut in Teso. Eine meiner besten Arbeiten. Also Arbeiten, ne? Aber eins meiner coolsten Häuser. Ich sollte erst etwas Platz schaffen. Er sollte Platz schaffen. Hm. Aber er kann die theoretisch ansammeln. Ich wollte eigentlich jetzt gesagt haben, ich habe nämlich so ein riesiges Baumhausgebilde, also mit ganz vielen Baumhäusern gemacht. Das war ziemlich cool. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin Cutter Slate und du? Das weißt du nicht? Ich bin Sotil, der grandioseste Weber in ganz Emea. Und sehr bescheiden. Ich liebe dein Shirt. Wo hast du das her? Ah, danke. War eine begrenzte Auflage. Lass mich wissen, falls du es verkaufen willst. Es ist zwar die falsche Jahreszeit, aber ich brauche eine Decke. Sie muss dick und warm sein. Und groß. Sehr groß. Hast du sowas? Nein, aber wenn das dein Traum ist, erfülle ich ihn. Als Genie kann ich einfach nicht anders. Prima. Dann hätte ich gerne 5 davon. Ich hole sie später ab. Nicht so schnell, Ulukai. Was ist mit Farben, Mustern, Bordüren? Nimm dir einfach, was dir gefällt, okay, Kumpel? Eine Sache noch, Cutter. Um deine Decken zu weben, benötige ich bestimmte Materialien, aber ich kann den Laden gerade nicht verlassen. Was brauchst du? Wenn diese Decken schön warm sein sollen, solltest du die Fasern der Kova-Pflanzen beschaffen. Sie wächst nah am Hohlbaum. In Ordnung? Okay. Herrje, geht's vielleicht genauer? Wie komme ich dahin? Verzeihung, wo bleibt der Enthusiasmus? Geh von Emea aus nach Westen, du kannst ihn nicht verfehlen. Es ist ein riesiger hohler Baum, der Hohlbaum. Verstehst du? Das ist ja eine Riesenhilfe. Danke. Warum gehst du nicht selbst? Der Baum ist nicht gerade sicher. Es spukt dort wegen uralter, längst vergessener Rituale, die dort abgehalten wurden. Und dann sind da noch die tödlichen fliegenden Kaminai. Nicht so mein Ding. Mhm. Sind Kaminai gefährlich? Ja? Hallo? Wenn du ihr Revier betrittst, reißen sie dich in Stücke. Asan könnte dich begleiten, doch er stinkt nach Fleisch und sein Modegeschmack ist fürchterlich. Habe ich das richtig verstanden? Ich soll gegen einen Haufen Killervögel kämpfen, um dir Pflanzen zu beschaffen, aus denen du ein paar Decken anfertigst? Bekomme ich dafür wenigstens Rabatt? Die Decken bekommst du umsonst. Bring mir bloß ein paar extra Pflanzen mit für den Winter. Abgemacht. Und gib mir dein extravagantes Hemd noch mit dazu. Vergiss es, Mann. Ich hab kein anderes. Woran erkenne ich die Kova-Pflanze? Das ist ganz leicht. Es ist die einzige Pflanze, die im Hohlbaum wächst. Und wie viele Pflanzen brauchst du? Für eine Decke? Eine Menge. Leg lieber los. Mehr Kova, bitte. Sind das genug Kova-Pflanzen, um die Decken zu weben? Nein, aber wenn das dein Traum ist, erfülle ich ihn. Als Genie kann ich einfach nicht anders. Oha. Gefallen dir Hatsus Entscheidungen? Seine Modeentscheidung? Ja. Hatsu zählt zu meinen besten Kunden. Emeas Häuptling sollte gut gekleidet sein. Oder etwa nicht?
Hast du in letzter Zeit mit Dark gesprochen? Dark ist ein seltsamer Kunde mit seltsamen Aufträgen. Beim Versuch, seinen wasserfesten Anzug zu flicken, sind mir 3 Nadeln gebrochen. Aber hey, er bezahlt mich. Und Sorkins sind nie seltsam. Stimmt's, Fremder? Was kannst du mir über Azan erzählen? Azan! Azan! Ah, richtig! Jung, wild und dumm wie ein Tornar. Er ist unser heimischer Jäger. Oder heißt das Beschützer? Wie auch immer er sich dieser Monde nennt, ich halte mich von ihm fern. Er hat ständig Fleisch um sich und der Gestank bleibt an ihm haften. Igitt! Wie findest du Nemeths Stil? Ich liebe die neue Schamas-Kollektion. So viel heller als letzte Saison. Was hältst du von Moore? Ah, Moore! Wir haben ein gutes Arbeitsverhältnis. Er hebt mir die buntesten Moraks auf. Morak-Pigmente sind das Geheimnis meiner Kreation. Aber sag's nicht weiter. Und ich werbe für seine Kampagne, damit er der neue Häuptling wird. In Ordnung, ich geh dann mal. Geh ruhig. Ich konzentriere mich auf mein Meisterwerk. Leg deine nächste Lieferung auf den Tisch da drüben. Solange du weiter Kova lieferst, wird Sotil weiternähen. Und ich will immer noch dieses Shirt. Vor allem weiter Kova. Sotil nach Decken. Fragen abgeschlossen. Ja, ja, ja. Kommt da noch was? Du hast ungenutztes blaues Seed. Oh, ja gut, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen mit kommt da noch was. Aber wo war denn das jetzt nochmal? Nee. Nee, hier war das, ne? Jetsprint Boost. Für einen Boost beim Jetsprint verbraucht mit der Zeit Energie. Ja, aber den hatten wir doch jetzt schon, ne? In der Luft, um frei zu gleiten. Also RB. Ja, das wäre natürlich cool. Das hier haben wir schon freigeschaltet, wenn ich das richtig sehe. Dann würde ich sagen, nehmen wir das. Was ist das? Drücke in der Luft links oder halte nach Sprüngen A gedrückt, um den Fall mit Hilfe der Schwerkraft zu verlangsamen. Okay. Ja, aber das eine würde ich jetzt ehrlich gesagt gerne mal ausprobieren. In welche Richtung muss ich denn da... Cool. Oh. Aua, das war mein Kopf. Aber so von der Grundidee her war das schon okay. Moment, Norden ist da. Das heißt, Westen ist ungefähr in der Richtung. Das heißt, wir müssen hier hin. Ja, genau. Erstmal überall hängen bleiben. Das ist aber nicht dieser Hohlbaum. Kann man den sehen auf der Karte? Nee, das war nicht die Karte. Hiermit kommen wir auf die Karte. Außenposten. Ach so, das ist der Schrein, wo die eine von gesprochen hatte. Ehrlich gesagt würde ich das jetzt auch gerne machen, aber ich möchte eigentlich den Baum als erstes finden. Schrein Nebenaktivität. Nebenaktivität. Zalana Lager. Nebenaktivität. Aber den Baum zeigt er mir nicht ein. Also wenn das jetzt hier die Karte ist und ich gucke ja eigentlich in die richtige Richtung, dann müsste hier in der Richtung irgendwo der Baum sein. Ich will aber jetzt nicht hier hin. Also muss ich mich theoretischerweise ein bisschen rechts halten, also in die Richtung. Da. Oh, was ist denn jetzt los? Saft zum Eierwärmen. Sammle etwas Xingtong-Saft. Xingtongs hinterlassen nur Saft, wenn sie mit X erledigt werden. Okay. Die waren aber doch hier im Wasser, oder nicht? Du hast viele Talente, Ulukai. Das habe ich schon mal gehört. Was willst du, Lias? Dir untertänigst ein Zeichen des Danks der Dolotai-Wächterinnen anbieten. Ich habe auf deiner Karte eine Position markiert. Es ist eine Überraschung. Wow,
Ein geheimer Preis. Du machst mir Gänsehaut, Mädel. Jetzt muss ich unbedingt sehen, worum es geht. Slate Ende. Beweg dich, Kater. Ach, da kann ich laufen. Alter. Okay. Ich dachte eigentlich immer, hier müsste man tauchen, aber okay. Wie viel Saft brauche ich denn? Einen brauche ich noch, okay. Okay, dann kann ich jetzt wieder gehen. Bringe den Saft zum Lager. Sehr schön, haben wir schon mal eine Sache gemacht. Aber ich muss mal gucken. Irgendwie muss ich mein... Moment. Damit habe ich jetzt aber nicht... Ah doch, damit habe ich es wieder aufgefüllt. Okay. Gut. Bring es zum Lager. Aber wohin? War das da oben in den Bäumen? Drum. Ah ja, das war da oben in den Bäumen. Also zu ihm. Aber er wollte doch gar keinen Saft haben. Moment, hä? Er wollte doch was ganz anderes haben. Da komme ich dahin. Kann ich da rüber? Ja, ne? Es ist alles noch ein bisschen verwirrend irgendwie für mich, hier rumzulaufen und herauszufinden, wo wir hin müssen, aber... Wir kriegen das schon irgendwie hin. Laufen kann ich nicht, aber ansonsten... So, Hallöchen. Man sieht nicht viele Talaner, die bewaffnet sind. Mit der Bogen. Danke. Ich bin Ozan, Beschützer von Emea. Wer bist du? Cutter Slate, auch bekannt als Ulukai. Hier scheint es friedlich zu sein. Gibt es viel zu beschützen? Man weiß nie, wann die Kamenai zuschlagen. Und wenn sie es tun, bin ich bereit. Weißt du, wo ich Slingtalk-Saft herbekomme? In den Sümpfen um Emea gibt es fleischfressende Slingtalks. Um die zu erledigen, brauchst du mehr als einen Bogen. Meine Waffen werden mit jeder Pflanze im Universum fertig, Mann. Für den Saft musst du die Pflanze aufschneiden. Anders geht es nicht. Ich bin dann mal weg. Lass uns irgendwann zusammen Kamenai jagen. Ja, aber ich dachte eigentlich, ich sollte das jetzt auch hier abgeben. Anscheinend nicht. Ach nee, das musste ich unten reintun, oder? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nein, du sollst noch unten. Hallo. Musste ich den Saft nicht hier reintun? Ja, genau. Lager sind die Vorräte an Gegenständen in einem Dorf. Interagiere mit ihnen, um Gegenstände aus deinem Inventar in das des Dorfes zu übertragen. Jetzt. Hätte man jetzt nicht unbedingt noch sagen müssen. Inwiefern dieser Slingtalk-Schleim hilft, aber hey, ich habe meinen Teil getan. Ja, was heißt meinen Teil getan? Wir brauchen noch 10. Wieso hat er mir denn gesagt, ich soll 5 machen? Na gut. Entschuldigung. Moment, da sind wir, glaube ich, hergekommen, ne? Ah, da müssen wir nochmal 5 besorgen. Na gut. Falls jemand diesen Kanal hört, bitte melden. Was zur... Wer bist du? Du erinnerst dich nicht? Wir sind nicht wirklich Freunde, aber ich könnte ein Verbündeter sein, wenn du einen willst. Gehörst du zu den Invasoren? Invasoren? So kann man es wohl auch ausdrücken. Ja, ich bin bei der WFA.
halte aber wenig von der Führung unseres Generals. Ich traue dir nicht. Wie ist dein Name, Soldat? Wie wär's, wenn ich anonym bleibe und dir als Zeichen des guten Willens eine viel bessere Waffe anbiete? Leg noch eine Flasche Bourbon und eine Fußmassage obendrauf, dann überlege ich's mir. Dieser Sarkasmus ist unnachahmlich. Commander Cutter Slade, du bist es wirklich. Slade, Fanboy. Einfach nur Slade. Ich bin nicht mehr in der Navy. Unglaublich. Das verändert alles. Ich melde mich. Hey, nicht so schnell. Wenn du mich kennst, kennst du vielleicht meine Tochter. Sie heißt Camilla. Sag ihr, ich komme bald nach Hause. Bedauere. Familienangelegenheiten sind tabu für mich. Finde die Ausrüstung an den Koordinaten, die ich dir schicke. Ich habe das Sicherheitssystem deaktiviert, damit du in die Anlage gelangst. Aber mach schnell. Ich weiß nicht, wie lange es hält. Over and out. Sag mir wenigstens, wie es hier geht. Hallo? Wie schwer ist es, eine einfache Frage zu beantworten? Tja. Hol dir die Ausrüstung, die der geheimnisvolle Mann erwähnt hat. Ja. Die neue Ausrüstung holen. Machen wir auf jeden Fall auch gleich, aber ich muss erst noch das eine machen. Verfügbare Missionen ansehen. Kein Omelett bitte, genau. Das X markiert die Stelle. Das haben wir doch schon. Ja, wollte ich gerade sagen, Quest gemeistert, ich wollte schon sagen. Zutaten sammeln. Ja, warum Damien nur die Hälfte angezeigt hat, weiß ich nicht. Unentdecktes Ziel, weitere Informationen, Eitemperatur, kann Decken herstellen, wenn du ihm Kuvertar vom Hohlraum bringst. Sammeln. So, ich weiß ja jetzt, wo ich die anderen Sachen habe. Die Frage ist jetzt nur, ah, da ist der Hohlraum. Hohlraum, Hohlbaum. Ich denke ja. Kann man hier Markierungen platzieren, entfernen? Machen wir es so. Okay, aber hier müssen wir auf jeden Fall erstmal noch die 5 kriegen. Na, Jungs, wo seid ihr? Ich traue dem Braten nicht. Kommen hier vorne jetzt keine mehr. Hier so ein bisschen so rumgehen, dass sie uns nicht von allen Seiten gleichzeitig angreifen können. Oh, die können uns aber angreifen. Nein, nicht das Falsche. Alter. Ja, hau, komm. Wieso kann ich nicht mehr hauen? Alter. Jetzt beiß mich doch mal. Na? Komm, beiß mich, beiß mich. Gehst du dir darum und sammeln, nach denen die Almayel verlangt hat? Das ist der offizielle Plan, Leas. Hör mal,
Ich verstehe, dass die Darumons die eine Sache sind, ja. Aber wenn ich jedes Dorf um Unterstützung bitte, würde ich die Basen der Invasoren lieber mit Hilfe deiner Talaner eine nach der anderen zerstören. Aber ich dachte, bei der Botschaft der Jots ging es um Fortpflanzung und Schutz. Habe ich das missverstanden? Komm schon, Leas. Du hast Kisador verlassen, weil du weißt, dass die Almayel keinen Bezug zur Realität hat. Sie weiß nicht, womit sie es zu tun hat. Im Gegensatz zu den Dulu-Teilwächterinnen. Ich weiß. Versteh mich nicht falsch. Okastok und der Speer sind wichtig für eure Kultur. Das respektiere ich. Aber das Wichtigste ist jetzt, die Invasoren zu vertreiben, damit die Talaner sicher sind und die Jots mich nach Hause schicken können. Du hast recht, Ulukai. Bestimmt kann jedes Dorf etwas im Aufstand gegen die Invasoren beisteuern. Du musst dir nur überlegen, was. Ian wäre so stolz auf das, was wir für Adelpha tun. Vertrau mir. Der Feind spricht nur eine Sprache und wir werden brüllen, bis ihnen vor lauter Angriffen die Ohren abfallen. Slate, Ende. Okay, so kann man es auch sagen. So, ist er das jetzt? Ja, ja, ja. Du wirkst besorgt, Kurik. Was ist los? Zuerst haben wir eine dringende Angelegenheit. Passen wir auf, dass der Junge uns nicht hört. Er sorgt sich viel zu sehr um das Ei und ich will ihn nicht beunruhigen. Also, was ist so dringend? Eine Galenta-Mutter saugt mit ihrem Rüssel die Parasiten auf der Schale des Eis auf. Dies geschieht, sobald die Schale eine bestimmte Temperatur erreicht und eine bestimmte Art von, okay, zu viele Informationen. Du musst bloß wissen, dass Parasiten das Ei bedrohen und uns ein Rüssel fehlt, um sie zu beseitigen. Die Blasen sind also Parasiten. Verstehe. Hör doch zu! Ich sagte Parasiten! Wenn wir nichts unternehmen, durchbrechen diese Schmarotzer die Schale vor dem Schlüpfen. Das Galenta-Baby wird eine Frühgeburt nicht überleben. Was können wir dagegen tun? Dafür ist deine Zunge zu kurz. Aber ich weiß die Geste zu schätzen. Tuonhas! Tuonhas könnten uns helfen! Ja! Genug gesagt, die Zeit drängt. Frag Dark, wo du Tuonhas findest. Aber sag ihm nicht, warum du fragst. Der Junge macht mich auch so schon nervös. Tu einfach, was ich sage. Sofort! Wie viele Tuonhas brauchen wir? Sei nicht geizig! Einer reicht nicht. Zu wenige würden die Ausbreitung einfach nur verlangsamen, sie aber nicht aufhalten. Um das Ei zu retten, benötigen wir ein ganzes Rudel. Wo finde ich ein Tuonhas? In Pokriana verkauft keiner Tuonhas. Frag herum. Ich will dich nicht aufhalten. Okay, wo ist jetzt hier der eine? Ist er das? Hey, Mr. Mama, wie geht's dem Ei? Guck! Siehst du diese seltsamen Blasen auf der Schale? Ich weiß nicht, was sie bedeuten. Weißt du, wo ich ein Tuonhas kaufen kann? In Emea gibt es keine Tuonhas. Wir wollen den süßen Duft des Dorfes nicht ruinieren. Anordnung von Hazo. Du solltest Mordor nachfragen. Er kennt viel mehr Händler als ich. Aber wozu brauchst du Tuonhas? Gibt es ein Problem mit dem Ei? Ein Problem? Was für ein Problem? Unsinn. Glaub mir, alles in Ordnung. Bis zum nächsten Mal, Dark. Ich freue mich jetzt schon. Ja, ich habe jetzt nur keine Ahnung, wer das jetzt ist. Moor, war das jetzt der hier vorne? Ja. Wie geht's, Moor? Hast du schon neue Pflücker gefunden? Keinen, der so gut ist wie Dark. Kennst du irgendwelche Tuonhas-Händler? Ich muss eins kaufen. Dann hast du eine lange Reise vor dir. In Emea und Umgebung gibt es nämlich überhaupt keine Tuonhas. Wo werde ich dann fündig? Im Dorf Bila hast du die besten Chancen. Kartak züchtet dort herausragende Tuonhas. Einige soll man sogar reiten können, was ziemlich lächerlich klingt. Kartak aus Bila. Alles klar. Sag Kartak, Mor schickt dich. Dann macht er dir einen guten Preis. Wir sind sehr alte Freunde. Einmal tranken wir gemeinsam so viel Pilam, dass... Vergiss das wieder. Erzähl Kartak nichts. Erwähne bloß nicht meinen Namen. Okay. Trotzdem danke. Was denn? Danke, Mor. Wir sehen uns.
Sagt Dark, wenn er keine Würde oder Sorkins mehr hat, kann er jederzeit wieder zurückkommen. Ist ja gut, ist ja gut. Sprech mit Kartak darüber. Ich wollte eigentlich die Ausrüstung jetzt erst besorgen. Das ist doch doof. Ja, wieso kann ich... Hallo? Hallo? Wieso bewegt sich das hier gerade alles von selber? Sprich mit Kartak darüber. Ja. So, die Frage ist jetzt nur, wo ist das? Den geheimnisvollen Ort, den Lehas erwähnt hat. Ja, der ist weit weg, hat er gesagt, aber... Aber wo ist das jetzt? Sprich mit Kartak darüber, wie man Zwonhas für Emea erlangen kann. Ich finde das immer noch so dermaßen unübersichtlich mit diesen Dingen. Begib dich zu dem Ort auf der Minikarte und sprich mit dem Talana. Ja, welchen Ort auf der... Die sagen, der soll so blau markiert sein, aber hier... Ach, da hinten! Nein, oder? Achtung, Standort ist weit weg. Ja, gibt es denn keine Möglichkeit, da eventuell... Boah, okay. Das wäre dann in der Richtung da hinten, ne? Mit ihm. Sollen wir mit ihm auch nochmal reden? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Kann er noch was zu dem Ei sagen? Häuptling Hatze. Ja, ganz genau. Ich bin der Häuptling. Und ich befehle dir, diesen Mist wegzuräumen. Weißt du, wo ich Thornhass kaufen kann? In Emea gibt es keine Thornhass. Du wirst bis nach Bida reisen müssen, um einen Händler zu finden, der dir eins verkauft. Du kannst dann auch gleich in Bida bleiben. Bitte. Immer eine Freude, dich gehen zu sehen. Ja, also er hat mir im Endeffekt nichts Neues gesagt. Das finde ich immer wieder gut. Ich dachte, vielleicht kann er mir jetzt noch irgendwie einen Standort, nicht einen Standort, aber einen Weg über die Karte zeigen oder sowas. Die Frage ist, komme ich hier weiter oder haben wir jetzt hier irgendwie Wassergebiet? Dann würde ich auch gerne noch die Ausrüstung holen, aber ich glaube, die hole ich dann, nachdem wir das gemacht haben. Ich muss aber auf jeden Fall hier irgendwie den Weg nehmen. Dann würde ich sagen... Nee, das kann man nicht aufnehmen, ich wollte gerade schon sagen. Würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Wir haben die Folge heute sowieso schon gnadenlos überzogen. Aber ich wollte hier zumindest soweit alles noch klar haben. Und ja, da steht schon wieder mit Kartak reden. Aber Kartak war, glaube ich, der am Ziel, wenn ich das jetzt richtig im Kopf... Da sind so viele Namen, die kann ich mir alle nicht merken. Nur den Dahak, so hieß er, glaube ich. Das ist der Typ mit dem Ei. So, alle anderen kann ich mir nicht merken. Und Moa konnte ich mir jetzt noch merken, zumindest für die heutige Folge, dass das der Typ von den Bäumen da ist. Aber ja, alles andere ist ganz schnell mal weg. Ach so, wenn ich aber... mich jetzt verabschiede, sollte ich vielleicht zwischendurch dann auch mal mich heilen. So, damit wir dann auch gut geheilt in die neue Folge starten. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und ich denke mal, wir gucken dann erstmal, wo wir diese Viecher herkriegen, weil das doch ein bisschen dringender ist, dass das Ei nicht kaputt geht. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt die restlichen 10 Dinger da noch reinmachen soll. Wahrscheinlich eher nicht. Keine Ahnung. Bevor ich das gefunden habe. Ich denke mal, ich muss erstmal da diese Viecher da holen. Und dann... Wie kriege ich den eigentlich noch hier? Ich muss da irgendwo einen Landweg noch finden. Fällt mir gerade so auf. Erstmal die Viecher holen, dass es dem Ei besser geht. Und ich denke mal, dann kann ich wohl die zweite Hälfte da reintun. Vielleicht haben sie es auch deswegen so gemacht, dass ich nur 5 Teile dafür sammeln sollte. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall danke schön fürs Zuschauen. Und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen.
Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!